In meiner Erinnerung ist das gar nicht mehr präsent, wie wir eigentlich davon erfahren haben, dass das in Berlin ein Treffen geben wird von Oppositionellen aus allen Teilen der Republik. Das war eigentlich alles, was wir wussten. Also wer da teilnimmt, wer das organisiert, was da passieren soll, das wussten wir alles nicht. Wir wussten nur, dass bei uns kam eigentlich nur an, es wird aufgerufen zu einem Treffen von allen Vertretern aus allen Teilen der DDR-Opposition. Und jeder soll da aus seiner Gruppe ein, zwei Leute entsenden. Und niemand wusste, was da passieren wird. Ne? Und niemand wusste, wer fährt jetzt dahin. Ne? Und so wurde mehr oder weniger ausgeknobelt, wen schicken wir dann als Idee. Ja, und das war dann ich und der Pfarrer Hanno Schmidt und noch andere Leute aus Dresden. Wir sind dann da zusammen nach Berlin gefahren, in die Wuhlheide. Ja, ich glaube in die Wuhlheide. Und zu Leuten, die wir nicht kannten, zu einem Treffen, was ohne Ziel und also ergebnisoffen eigentlich stattfand und waren ganz gespannt, was da nun auf uns zukommt. Und wussten aber, wir wollen irgendwas gemeinsam jetzt, ab jetzt, wir müssen irgendwas gemeinsam machen, weil wir kommen in unseren kleinen Kreisen nicht mehr voran. Das war ja eigentlich auch der Anstoß, der dazu geführt hat, dass alle Leute gesehen haben, da gibt es jemanden, überall sind Leute, aber niemand kennt die und niemand kann sich mit denen vernetzen und wir müssen jetzt endlich gemeinsam wirken. Das war die Zeit der Ausreisewelle über Ungarn und so, wo wir dann gesagt haben, das Land blutet aus, hier müssen wir jetzt aktiv werden. Und das hat zu dem Mut vielleicht auch geführt, war ja ein großes Risiko. Also man hätte aus allen Teilen der Republik ja auf einen Schlag alle Teilnehmer einkassieren können dort und wegsperren können. Ich glaube, ich habe das für mich ausgeblendet. Also ich habe für mich gesagt, ich bin die ganze Zeit nicht verhaftet worden, Stasi war nie da, fahr einfach hin, guck, was passiert. Und bin dann hingefahren.